Hallo und herzlich willkommen zum Wetterupdate der KW14 vom 1. April bis zum 7. April 2019. Am Montag zieht vom Atlantik her aus nord- bis westlichen Richtungen ein Regenband mit einer Kaltfront im Gepäck. Vereinzelt sind Gewitter am Start. Die Höchstwerte sind 14 Grad in Bayern und am Oberrhein. Im Norden bleibt es mit 2 bis 5 Grad recht frisch. Sonst wird es 7 bis 11 Grad mild. Die Kaltfront breitet sich am Dienstag über den Süden aus. Bei Schnee- und Schneeregenschauern werden 4 bis 2 Grad höchstens erreicht. Im Westen werden bei mäßiger Bewölkung 9 Grad erreicht. Dabei wird es im Gebirge recht stürmisch. Am Mittwoch werden bei großflächigen Schneeregenschauern 3 bis 7 Grad erreicht. Meist ist es bewölkt. In Schauernähe kann es auch stürmen. Der Trend. Nach einer leichten Erwärmung am Niederrhein von bis zu plus 10 Grad und wolkigen Ausschnitten wird es im Rest wieder kälter. Dabei regnet es immer mal am Donnerstag. Am Freitag bleibt es recht trocken, aber auch teils bedeckt. Am Samstag wird es wieder kühler. Im Nordosten klettern die Werte nicht über plus 1 Grad. Die Nächte werden knackig kalt. Erst am Sonntag werden die Temperaturen milder. Nächste Woche stellt sich wieder ruhiges, mildes Klima ein. Der Frühling kann also durchstarten. Wie mild es genau wird, klären wir das nächste Mal. Ich sage Tschüss, Bye-bye und April, April. Die richtige Vorhersage findet ihr in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche und ich hoffe, ihr legt auch jemanden rein. Ciao, ciao, euer Cedric.